Hallo und herzlich willkommen zurück bei Redemption Cemetery, die Not der Kinder. I was riding on a Ferris wheel with my little sister when the wheel suddenly stopped at the very top. Then that evil warlock appeared. He grabbed me and threw me down to the ground. Das ist aber nicht nett. And even worse, he's left my sister at the very top alone and scared. Please help her. Kinder sollte man nicht da oben alleine lassen. Das ist wohl wahr. Okay. Nancy Callaghan. 8 Jahre zu früh von uns gegangen. Ihr Tod wäre sehr tragisch. All ihre Tode. Warte, was war das? Rachel Callaghan. Das ist wohl ihre Schwester. Hallo Rachel. Oh, wie sicher ist das kleine Mädchen da? Oh mein Gott. So mies, Kinder, in diese ganze Geschichte mit reinzuziehen. Das verzeih ich den Spielmachern nie. Nehmt das. Herzlich willkommen im Spiel im Kinderparadies. Du schon wieder. Hallo. Ja, folg ihm mal. Oh. Das ist bestimmt das Mädchen dort oben auf dem Riesenrad. Ich muss sie dort herunterholen. Ja. Hier ist es zu dunkel. Es startet nicht, der Tank ist leer. Na super. Hier ist es zu dunkel. Ein Gullideckel und ein Gullischlüssel und dann. Das ist eine Ticketlochmaschine. Okay. Ja, hier waren wir schon. Das nächste Wimmelbild. Ihm fehlt der Kopf. Dann machen wir mit dem nächsten Wimmelbild weiter. Weiter. Grünes Auto. Ah. Okay, wir suchen nur noch den Benzinkanister. Die Trillerpfeife. Da ist der Benzinkanister. Und die Trillerpfeife. Mein Benzinkanister. Die Arcade-Maschine hat keinen Strom. Hat alles keinen Strom. Hat alles keinen Sinn. Okay. Vielleicht muss ich's. Der Tank ist leer. Ja, Entschuldigung. Das
was euch so kommt, so recht machen muss. So. Das ist hier ein Wimmelbild. Das funktioniert nicht. Wieso funktioniert das nicht? Machen wir weiter mit dem nächsten Wimmelbild. Hübsch das Auge. Delfin ist aber hübsch. Ich weiß, ich spreche schon wieder nicht so viel. Dieses Spiel nervt mich gerade ein bisschen. Ich wollte das aber heute gerne noch fertig kriegen. Ein Blitz. Süßigkeit. Da ist der Blitz. Jetzt hier nur noch die Schneeflocke und das Kopftuch. Da ist das Kopftuch. Jetzt sieht man auch die Schneeflocke. Zu der nicht passenden Jahreszeit, das ist aber egal. Da, da, ich hab sie. Ist auch wieder ein Bild. Die Maschine hat keinen Strom. Warum nicht? Die hat dann auch wahrscheinlich keinen Strom. Die erst recht nicht. Super, läuft. Was ist mit dem Schirmchen? Vielleicht sollte ich gleich einmal eine Pause machen. Ich kann mich nämlich langsam nicht mehr konzentrieren. Das ist nicht so gut. Und das habe ich so lange gesucht.
keine Voodoo-Puppen, so sieht das aus. Wo ist denn der Zauberstab und oder das Amulett? So eine verdammte Drecks. Nicht Fluch, alles gut. Noch 5 Minuten, dann ist die Folge wieder voll und dann mache ich mal eine Pause. Ah, das ist der Zauberstab. Und da ist das Amulett. Dann noch gefunden. Du hast einen Stein. Na, habe ich noch gar nicht gesehen. Ich komme hier nicht heran. Riesenradsicherung. Aber ich brauche Sicherung. Hätte mir auch jemand sagen können. Wenigstens das dürfte jetzt schon wieder laufen. Klebeband durchschneiden. Nadel und Faden. Ein Ticket. Ein Ticket. Oh, verdammte Scheiße. Achso. 4, 2, 3, darunter 3, schräg darunter, 2 weiter, noch ein weiter, komm schon, ein da drüber, dann 3 daneben. Darunter, darunter, daneben und daneben. So. Muss ich mehr dafür machen? Ich wollte lesen. Loche das Ticket so, dass die Löcher mit denen auf dem Ticket mit dem Lochmuster übereinstimmen. Habe ich doch jetzt. Hä? Muss ich es verkehrt herum machen? Spiegelverkehrt. Ich möchte wenigstens das hier noch erledigt haben. Also, einen Moment Geduld bitte. Daneben.
Das ist falsch. Jetzt aber. Danke Gott. Riesenradticket gefunden. Es könnte nützlich sein. Okay, dann beenden wir eben die Folge und sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.